willkommen, Frau Advokatfirma Höchstedekur. Worum geht's denn? Ich würde gerne mit Ihnen und Ihrer Mutter über die Wiedergutmachungslage der Lebensbaumkinder sprechen. Soweit ich weiß, gehören Sie zu den Kindern, die als Babys von den Nazis in ein Kinderheim nach Sachsen gebracht wurden. Entschuldigung, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Das ist eine Zeit, an die wir nicht so gerne denken. Der Katrin, die geöffnet und kommen hat. Der Mann, gut, habe ich es gelebt, dass mein Sohn. Mama, ja, schön, ich gebe vor, ich gebe Wärme bei Söksmola. Hier ist Vera. Ich bin in Gefahr. Du wirst dieses Problem lösen, alleine. Ist es wirklich immer richtig, die Wahrheit zu sagen? Ist es nicht manchmal besser, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, als eine Katastrophe auszulösen? Frau Mürdal, was führt Sie nach Deutschland? Bisher sind Sie der einzige Fall, wo Mutter und Tochter wieder zusammengefunden haben. Ja, ich finde es etwas gar wahre Mäh, vor Höringen, Tessubach. Ich will nicht zulassen, dass du mein Leben zerstörst. Wer kann mir erzählen, Heidi? Du wirst deinem Mann sagen, dass du einen anderen liebst und mit ihm das Land verlassen wirst. Und wenn ich es nicht mache?